It's the final few seconds before the lights go out and the race to the podium begins. You know this battle will be won off the track as well as on it. You've studied your tactics, anticipated every move like a grandmaster. You've researched and analyzed, modified and fine-tuned to perfection. You have honed your instincts to give you an edge over your rivals. Your drivers, focused. Your team, ready. The championship in the balance. First past the checkered flag, the goal. Epic victory or ultimate failure. There is only a heartbeat between them. Motorsport Manager, take control. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Motorsport Manager. Das Spiel kam Ende 2016 auf Steam oder auf den Markt, und ja, es gibt schon längere Zeit jetzt auch Mods dazu, und es gibt auch ein DLC, wo man auch eine GT-Serie hat, nebst diesen Formel 1 Boliden, oder sie nennen es hier natürlich, weil es ein Motorsportmanager ist und kein Formel 1 Manager, einfach den Einsitzer, das Einsitzerfahrzeug. Ja, wir kommen ins Hauptmenü rein und ja, wir haben hier eben den Steam Workshop hier, wir können Einzelrennen machen. Zusätzliche Inhalte, wenn ich da kurz reingehe, haben wir eben die GT-Serie. Wir haben hier, dass wir ein Team bilden können, ein eigenes Lackierungsset errichten. Dann haben wir Herausforderungsmöglichkeiten und Langstreckenpaket. All das ist bereits freigeschaltet. Ja, noch die Herausforderungen. Auch kurz zum Zeigen, da habe ich natürlich noch nichts gemacht. Anfängermodus, Profi, All-Star und eben eine Karriere. Die Herausforderung ist hier möglich. Wir starten aber einfach eine Karriere, ganz normal hier vom Menü her. Gehen da mal rein. Ihr seht, ich habe hier mal Mods aktiviert. Beziehungsweise jetzt habe ich sie aktiviert. Und wir nehmen hier Karriere mit Einführung starten, nehmen wir raus. Dann haben wir 50 bis 60 Runden im Schnitt, so für die Sessionlänge mal lang. Mittel oder kurz wäre die Möglichkeit. Wir nehmen mal die lange Version. US-Dollar, Euro, Pfund, ja, nehmen wir US-Dollar. Und Datum ist Tag, Monat, Jahr. Automatisch speichern, bitte gerne. Gut, da oben wollte ich eigentlich gar nicht hin. So, dann gehen wir da mal auf Weiter. So, Ihre aktivierten Mods beinhalten mehrere Versionen derselben Datenbank. Sie können Vorfahrt, doch dies kann unerwartete Probleme hervorrufen. Gut, da gehen wir da nochmals zurück. Da nehmen wir den da mal raus und nehmen einfach die, bei der hier auch relativ gut ist, aber wahrscheinlich kann man nicht beides nehmen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Wir nehmen jetzt einfach mal die FIA mit den originalen Namen dann auch dazu. Jetzt lädt auch das Sachen, dann gibt es eigentlich auch keine Komplikationen. So, wie heißen wir denn? Unser Name, nehmen wir mal. Da nehmen wir, ja, Pecky mal. Und vielleicht Pecky. YouTube. Nehmen wir Pecky YT. Ja, nehmen wir das mal so. Dann das Geburtsdatum. Nehme ich da immer so gerne die Schnapszahlen. Und 1999 geht jetzt da nicht. Dann hätten wir 1988 oder 1977. Nehmen wir 1988, nee, 77, das gefällt mir besser. Gut, dann das Land, Schweiz. Und was sind wir? Wir sind die Vorgeschichte, ein ehemaliger Fahrer.
Da haben wir Fahrerfeedback eine plus 3, dass sie relativ stark sind dort. Verbesserungsrate der Fahrerwerte erhöht. Ein ehemaliger Ingenieur, da können wir den Entwicklungsdauer einen Tag kürzen. Finanzierer, dann sind wir am finanzielles Geschick, minus 5% bei Zahlungen. Und dann haben wir hier noch Politiker, dann haben wir 4 Stimmenprozessor, Abstimmungsvorlage ist kostenlos. Nee, unbekannter, dann haben wir gar keinen Bonus. Komm, wir nehmen das mit dem Fahrerfeedback, das sieht doch gut aus. Wie sehen wir aus? Wir sind ein Männlein, jawohl. Dann nehmen wir, sind wir, nee, wir sind da. Die Frisur, ist noch da so ein bisschen verstubbelt. Ja, vielleicht so. Gesichtsbehaarung. Ja, das sieht ein bisschen gepflegt aus hier. Und eine Brille, komm. Da, wir sind ja jetzt schon ja, ein ehemaliger Fahrer. Da darf man eine Brille tragen. Also nicht, dass man auch sonst nicht dürfte, aber macht noch ein bisschen mehr, wenn man die Brille trägt. So, Team wählen. Was haben wir? Übernehmen Sie ein vorhandenes Team aus der Welt des Motorsports. Das Logo, die Farben, den Namen. Bauen Sie Ihr Team auf und lassen Sie es zur Spitze steigen. Wir können natürlich selbst eines erstellen. Aber wir nehmen jetzt mal eines, was schon vorhanden ist. Wir nehmen Einsitzer. Wir nehmen ein eigenes Team. Wir machen ein eigenes Team. Schaffen uns oder erarbeiten uns da nach oben. Ja, nochmals kurz zurück. Wir haben eben diese Möglichkeiten hier, die Einsitzer-Serie, die GT-Serie oder die Langstrecken-Serie, also so die 24-Stunden-Boliden natürlich hier, GT-Kollegen hier und eben die Einsitzer oder auch Formel 1 genannt oder Formel 3 oder was auch immer, darum die Einsitzer, aber hier Formula 1, dann die Formula 2 oder 2 und die Formula 3. Hier starten wir auch. Da sehen wir kurz, was alles uns so erwartet, was unser Bolide so drauf haben darf, kann, muss, dürfte. 10 Veranstaltungen an 6 Orten haben wir da. Und da denke ich, haben wir auch noch eine Regel. Ja, das ist auch noch wichtig. Wir können da die Regeln anschauen. Die sind ja, die muss man mit der Zeit ein bisschen kennen auch. Die sind jetzt nicht, man wird auf das meiste aufmerksam gemacht, aber hier hat man die Regeln, das ist eben dann gemeint mit dem Abstimmen, dass da immer wieder mal Vorschläge kommen, was man da machen will und möchte und dann muss man sich halt dann dementsprechend wieder organisieren für die nächste Saison oder wenn vielleicht etwas gleichgültig ist. Ich nehme jetzt das nicht alles durch, eben das sind einfach normale Regeln, hier jetzt, wir nehmen jetzt das, die FIA-Regeln halt und ja, die muss man natürlich einhalten. Gehen wir weiter. So, dann starten wir nun mit unserem Boliden. Wie nennen wir uns denn? Wir haben Optext, wir nehmen wir Pecky Racing. So, die Racing, auch hier nehmen wir wieder die Schweiz als Ort, rot, das sieht eigentlich gar nicht so übel aus, wir lassen mal das Rot drin, rot-weiß oder eher, blau vielleicht, nein, wir lassen es, hier, wir lassen es weiß. Farbe anwenden. Wir lassen das auf weiß. Oder sollen wir blau nehmen? Blau auf weiß. Blau? Blau auf weiß oder blau auf... Wenn wir hier... Oh, blau-gelb, blau-orange. Das sieht auch noch cool aus. Oder blau-gelb. Das Blau ist noch ein bisschen zu stark. Das Gefühl. Na, ist jetzt schwierig, wenn wir so Grundfarben nehmen. Könnten die Farbe...
ist ein schönes Kräftig. Komm, wir bleiben dabei. Oh, das muss ich ja gar nicht nehmen. Fernen. Den jetzt ganz nach oben hinzufügen. Wir nehmen den. Machen den Boliden auch dementsprechend so. Und den da ganz in Orange. Genau. Wir anwenden. Das machen wir mal so. Und was können wir denn da so nehmen? Oh, das sieht aber ganz nett aus. Wir nehmen gleich den da. Und natürlich noch ganz viele. Oh, da hat es aber noch ganz schöne darunter. Oh, der ist auch cool. Beides gleich groß. Und wir nehmen das. Fällt mir jetzt auch noch. Nehmen wir den. Dann auch hier haben wir mal das Blaue. Und das. Oh, Genie. Wo haben wir den gehabt? Den hier. Oberteil können wir da auch noch. Ui, da gibt es auch ganz viele Sachen. Nee, das hier nicht. Nehmen wir das einfach. Ja. Und das sieht doch noch nett aus. Die Mütze können wir auch noch anpassen. Auch nicht so. Ja, den. Was haben wir denn sonst noch so? Ah. Haben wir aber viele Varianten. Gut, nee. Also der geht da hinten. Der hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ja, nehmen wir doch den. Dann die Lackierung. Nehmen wir auch mal die gleichen Farben. Und der das Gelbe. Ja, jetzt können wir da Originalpaket oder wir haben da noch Lackierungspakete. Nein, den nehmen wir ganz bestimmt nicht. Weil wir auch nicht so heißen, Red Bull mäßig. Aber wir könnten, oder Original, was haben wir denn noch? Wäre eigentlich die Art... Glaube ich, sauber, wenn es nicht sogar das ist. Da nehmen wir vielleicht mit Orange auch noch was hinzu. Das wäre doch noch was. Oh nein, den muss ich nicht zufügen. Und die Deko vielleicht nicht unbedingt. So, ah, jetzt haben wir aber viele Farben dann. Boah, das ist ja ein Teil. Den auch in dieser Farbe? Nein. Vielleicht einfach schwarz. Aber den da auch eher schwarz. Ja. So. Wäre das so? Das sieht doch okay aus. Dann haben wir helle Sponsoren, dunkle Sponsoren. Die machen wir wieder in unserem gelblichen Farbe anwenden. Ja. Machen wir doch mal so. Gehen wir auf weiter. Stehen Sie mit der Bearbeitung des Teams fertig? Jawohl, das sind wir. Investmentangebote. Diese Banken haben Interesse daran, ein brandneues Motorsportteam zu finanzieren. Und möchten Sie in diesem Chefsessel sitzen, müssen Ihre Investoren bei Laune halten, wählen Sie mit Bedacht. Okay, dann haben wir hier also unsere Banken. Dann, was machen die 3-Sterne-Chance in der ersten Saison? Kleines Finanzpaket. Der Druck ist niedrig, okay. 40% Team-Marktfähigkeit, niedriges Finanzpaket zum Start, okay. Druckmittel. Ein großer Druck, vorgefertigte Teststrecke, ein großes Finanzpaket. Komm, wir nehmen das mittlere. Yep. Sehr gut. So, dann starten wir. Ich habe schon mal ein bisschen gepröbelt, mal eine Saison durchgespielt, weil ich habe mir auch schon ein paar Notizen gemacht zu den einzelnen Strecken, was man so einstellen müsste. Aber das kann sich natürlich immer wieder mal ändern. Von dem her, ja, kann ich das nicht abschließend sagen, dass die Einstellungen immer perfekt sind. Also man muss auch von jeder Saison wieder andere Einstellungen vornehmen. Aber ich habe da mal so ein kleines oder kleine Einstellungen, die man schon vorab machen kann und dann bei den Trainings versuchen kann. So, also wir sind jetzt nun in unserem Hauptmenü hier oder Startbildschirm, wo man mal die ganzen Übersichten kurz sieht.
wie zum Beispiel das Geld. Dann haben wir hier unsere Fahrer. Wie ist der Stand zum Vorsitzenden, unser Job. Dann haben wir laufende Arbeiten, Teilentwicklungen etc. Dann hier unser nächstes Rennen bzw. unsere Meisterschaftsplatzierung und auch das Team. So, wir sind 10 Teams, an je 2 Fahrer, also 20 Fahrer sind drin, aber man kann auch die Ersatzfahrer mit einbeziehen. Dann sind es natürlich mehrere Fahrer, die Punkte holen können. So, dann haben wir den Spieler, also ich selbst hier. Kann man sich selber wieder anpassen. Alter 38, das hat das System selbst gerechnet. Aber ich weiß nicht, in welchem Jahr das Spiel jetzt ist. Ja, hier, 2016. Gut, und dann sieht man die Spielerwerte noch und andere Orte, die eben gefährdet sind, oder andere Teammanager etc., die gefährdet sind oder unsicher. Und da kann man natürlich in andere Orte einsteigen, das ist klar. Aber eigentlich ist unser Ziel, dass wir dieses Team nach oben bringen. Das wäre ja wirklich unser Ziel. So, dann haben wir Nachrichten. Ich lese da auch nicht immer alles durch. Vielversprechender Anfang. Los geht's. Ihr Antwort erforderlich, das ist immer interessant oder wichtig auch. Das sind die Ziele für die erste Saison. Was halten Sie unter diesen Umständen für ein realistisches Saisonziel? Wenn wir Sechster werden in der Platzierung vom Team, kriegen wir 17,28 Millionen. Wenn wir Achter werden, 14,8. Von 10 Teams Sechster werden oder Achter werden. Ja, entweder haben wir nicht. Also ich nehme da mal diesen hier. Bestätigen. Dass wir ein bisschen mehr Kohle haben. Dann haben wir auch noch... gut, das ist der Scouting-Report. Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Und hier haben wir noch die Einführung zur Boxenmannschaft. Haben wir als verstanden. Jawohl, weil hier alles... oder hier zum Beispiel eine Antwort gefordert wird. Gehen wir mal zum Wagen. Wir können hier eben die Teile verbessern. In der ganzen Saison. Wir starten in jeder Saison wieder von vorne mit der Teileverbesserung, weil es eben vielleicht andere oder neue Teile unterdessen gibt oder andere Regeln. Dann gibt es Sachen, die kann man nicht verändern. Die sind fix gegeben dann. Gut, wir gehen mal ins Hauptquartier. So sieht unser Hauptquartier aus. Wir haben eine Fabrik. Wir haben ein Entwicklungszentrum. Und wir haben hier neue Gebäude, die wir bauen können. Und Gebäude, die zwei, die wir haben, erweitern können. Das sind unsere Möglichkeiten in unserer Anlage, in unserem Zuhause. Und dementsprechend, wenn wir hier besser sind, kriegen wir bessere Teile. Oder schnellere Sachen etc. Also das ist dann ja, dementsprechend dann angepasst an das Level, was wir dann hier haben. Das hier wird sich dann irgendwann nicht mehr weiterentwickeln, wenn wir zu oberst sind. Dann könnten wir eigentlich auch mit den Guten oder mit den Oberen mithalten. Team. Hier sind unsere Fahrer auch drin. Teamchef, dann unsere drei Fahrer. Dann unsere Engineering und die beiden Rennmechaniker auf je einen Fahrer verteilt. Unser Markt ist circa bei 35,7%. Und ich glaube, man sieht noch irgendwo, wo die Konkurrenz ist. Genau. Da sind wir auf 8. Stelle, auf 7. Stelle, auch auf 7. Stelle, auf 8. Stelle, auf 7. Stelle, auf 7. Stelle. Zum Vergleich zu den anderen Mitstreiter zu den anderen Teams hier. Gut. Gehen wir mal zu dem Fahrer. Da geht es natürlich immer auch um Verträge, auch das muss man auch machen. Aber ich denke, das kommt alles von Zeit zu Zeit. Hier auch die Mitarbeiter. Die sind dem Fahrer zugeteilt. Der gehört jetzt zu André Gomez und der zu Faith Anthony. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Ersatzfahrer. Aber der hat hier jetzt zum Beispiel nichts. Dann haben wir noch die Boxencrew. Hier haben wir
Auch diese können wir natürlich austauschen. Wir haben hier noch 2 Stück als Ersatz und 5, die im Einsatz sind. Auch das. Wir können noch 3 zum Beispiel auch einstellen. Das wäre auch möglich. Wir gehen da mal ganz kurz drauf. Wir haben Anfragen. Wir können natürlich diese auch einstellen. Kosten uns auch nicht weiß Gott wie viel. Ich gucke da mal schnell, wo unsere anderen so circa liegen. Wenn wir die anschauen, der hat nur 1 Stern. Der hat 1,5 und ja, wir stellen, ne, das kostet uns natürlich auch. Aber komm, wir stellen mal den besten hier mal ein. Er ist, aha nein, da muss ich natürlich auf das hier noch achten. Den nehmen wir aber, der ist Fehlerchance 0,2. Aber komm, den nehmen wir, die anderen, also den anderen hier unten, den lehnen wir mal ab. Da habe ich da kein Interesse. Und den lasse ich mal. Ja, wobei der auch interessant ist. Komm, den nehmen wir auch mal. Dann haben wir da mal 2 Ersatz. Sehr gut. Okay, dann Scouting. Da können wir immer wieder mal die Leute scouten. Wir haben da Plätze und der soll ja was zu tun haben. Also scouten wir das Ganze. Wie eine Serie natürlich auch wieder. Und wir nehmen mal nach Alter. Wir haben hier die Jungen und wir nehmen auch die Vertragslosen. Haben wir das auch irgendwo? Kann ich das? Da haben wir alle. Da kann man da noch ein bisschen sortieren oder Favoriten. Entdeckt. Ja, wir bleiben mal hier bei den Jungen. Und können uns die natürlich sichten. Ich gehe da mal. Sind alle unter Vertrag? Nein, die sind da nicht unter Vertrag. Die könnte man mal sichten. Vielleicht mal vom Alter her eingestuft. Macht es ein bisschen einfacher. Fahrer sichten. Fahrer sichten. Mal die ganz Jungen da. So. Ja, wir können natürlich ganz viele laden. Die werden dann einfach alle nacheinander gesichtet. So, alle bis 18 knall ich jetzt da mal schnell rein. So. Wir sehen auch, wir haben hier die Originalnamen jetzt drin. Eben, das ist dann die Mod. Und dort sollten eigentlich dann auch die Originalfahrer drinnen sein. Anthony Giovinazzi hier, ihr seht, der ist dann auch hier mit Originalbild drin und auch Alfa Romeo Racing. Oder? Da seht ihr, da ist das Ganze eigentlich drinnen. Lando Norris, auch eher bekannt aus der Formula One, auch eher McLaren Formel 1, ist dort unter Vertrag. Es gibt natürlich noch ganz viele, Williams Racing, das der natürlich, oder sie auch, anscheinend kenne ich jetzt gerade nicht. Dann haben wir hier Lance Stroll. Ist auch drin. Ja, eben wie gesagt, es sind viele drinnen. Hier George Russell. Und hier auch Max Verstappen. Und Aston Martin, das Red Bull Team. Scuderia mit Pascal Wehrlein zum Beispiel auch. Also ihr seht, da sind die Originalen wegen dieser Mod dann drin. Gut, Finanzen noch. Haben wir natürlich ein paar Ausgaben auch gehabt. Dann haben wir Sponsoring. Das ist immer sehr wichtig, dass die Plätze belegt sind. Natürlich haben wir jetzt noch keine Angebote. Das kommt dann jetzt von Zeit zu Zeit dann rein. Hier unser Rennkalender bzw. auch unsere ganze Meisterschaft. Und hier noch der Kalender, was dann so anfällt. Gut, wir gehen nochmals zurück zum Hauptquartier. Und wir werden neue Gebäude errichten. Und zwar können wir zurzeit Scouting-Büro verbessern, Wetterzentrum, verbessert ihre auswärtige Operation. Wir nehmen mal das Wetterzentrum. Das ist nämlich noch sehr wichtig, auch für die Vorhersage des Ganzen. Und wir könnten vielleicht auch ein weiteres Gebäude noch machen, das Mitarbeiter
Zentrum könnten wir auch bereits einplanen. Den Rest würde ich dann ausgeben eigentlich für die Autos. Wir gehen zum Wagen. Wir können natürlich neue Teile entwickeln. Könnten wir. Zurzeit ist aber alles Einheitsteil. So, dieses kann nicht verbessert werden. Ein Einheitsteil, alles ist Einheitsteil. Können wir zurzeit nichts verbessern, so scheinen die Regeln zu sein. Also können wir da auch nicht wirklich was machen. Wir können aber die Teile verbessern. Das geht natürlich. Wir können hier jetzt sagen, zum Beispiel von Andrew Gomez, dass wir gerne die Teile verbessert haben möchten. Und dann geben wir das hier rein. Zurzeit können zwei Stück verbessert werden. Die Leistung kann nicht angepasst werden. Vielleicht, dass es fair bleibt, nehmen wir beide mal bei den Bremsen oder vielleicht eher der Motor. Nehmen wir das mal nach oben. Und hier können wir leider eben nichts machen. Gut, vor dem Rennen, das geht automatisch ja noch 55 Tage vor Rennen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal auf Weiter. Wir haben jetzt das mal gemacht. Jetzt geht der Kalender durch. Und dann gibt es manchmal immer wieder solche Nachrichten und Anfragen. So, und manchmal muss man natürlich Stellung dazu nehmen, manchmal nicht. Wir sind jetzt bei Pascal Racing. Herzlich willkommen. Pecky Racing, herzlich Glückwunsch. Haben Sie Interesse an einem Interview mit Kanal Plus, damit wir Sie alle ein wenig besser kennenlernen können? Jawohl, das können wir doch machen. Dann gibt es auch eben solche Möglichkeiten hier. Tja, da haben Sie sich aber eine schwere Aufgabe bei Ihrem ersten Job ausgesucht. Erwarten Sie, dass Sie in dieser Saison überhaupt nennenswerte Punkte holen? Ich bin recht zuversichtlich, dass wir ein paar gute Rennen schaffen, aber ich kann nichts versprechen. Ich sage Ihnen ganz klar, dass wir dieses Jahr ein oder andere Überraschungen werden. Punkte stehen definitiv auf unserer Liste oder das wird ziemlich schwierig. Das lässt sich nicht schönreden. Es wäre wunderbar, wenn wir ein paar Punkte gewinnen würden. Auch unser Budget würde sich darüber riesig freuen. Ich würde sagen, wir nehmen das mal. Ja, der Druck ist natürlich jetzt gestiegen. Das ist klar hier. Beim Vorsitzenden kommen wir natürlich ein bisschen nach oben. Andrew Gomez ist nach der Meinung der Fans bei Ihnen die Nummer 1. Sehen Sie das auch so oder ist Fate besser? Andrew Gomez fährt auf jeden Fall besser, because Fate ist die Nummer 1. Ich habe Glück, dass ich zwei große Talente geerbt habe und freue mich darauf, sie fahren zu sehen. Jawohl, ehrlich gesagt, die beiden haben mich nicht gerade umgehauen. Also ich nehme das mal. Schon kommen wir da wieder nach oben. Also wir haben zurzeit 0 gemacht hier und hier immer noch Plus. So kann man natürlich dann die Interviews steuern. In der Saisonvorschau von Kanal Plus habe ich geschrieben, dass man von Ihnen erwartet, 8. in der Teammeisterschaft zu werden. Trifft das ungefähr zu oder glauben Sie, das geht noch besser? Es geht noch besser, das kann ich Ihnen versprechen. Ich voraussage, ist ziemlich realistisch, aber hoffentlich können wir Sie überraschen. Ich enttäusche die Fans nur ungern. Aber wieso? Das ist wohl realistisch. Wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass dieses Jahr für uns schwer wird. Ich nehme das mal mit, das hat keine Konsequenzen. Wir alle kennen Sie als Lieblingsfahrer der Fans. Vor einigen Jahren werden Sie Ihre Talente von damals, auch Ihre neue Aufgabe als Manager, mitnehmen können. Beim Rennen kommt man ab 300 Sachen unter Druck. Hier dürfte ein Kinderspiel werden. Ich weiß nicht auswendig und Rennfahrer brauchen. Ich glaube, ich schaffe das. Das ist zwar eine ganz neue Situation für mich, aber ich weiß, dass die Fans mich unterstützt werden. Und das ist die Hauptsache. Ich nehme das mal. Das hat auch keine Veränderung hier gegeben. Sehr gut, okay. Dann können wir nochmals hier reingehen. Da haben wir noch 13 Wochen und 15 Wochen. Beim Wagen sieht es ein bisschen anders aus. Wo muss ich das nachsehen? Ah, hier. Teile verbessern. Ja, da sind wir schon in der Mitte. Es geht dann relativ schnell da. Ich mache mal ganz kurz Pause. Wo sind wir? Wir sind da bei 94. Wir haben natürlich schon noch ein paar Tage Zeit. Jetzt haben wir hier Sponsoring. So, wir machen noch kurz das und dann ist die erste Folge auch schon wieder vorbei. Wir haben hier Sponsoren für Prämien. Haben wir zwei Stück.
Zielposition 2. oder besser. Nein, das nehmen wir noch nicht an. Dann haben wir... Natürlich, wenn wir das erreichen, ist klar. Wir kriegen hier Geld. Hier, Qualifying und Rennen, immer je 150. Das sind 4 Rennen. Das bekommen wir auf sicher. Wenn wir das mal nicht erreichen, dann haben wir natürlich dann ein Problem. Aber ich denke, weil alle gleichgestellt sind, können wir das mal so hier machen. Das Angebot läuft in 2 Rennen aus. Wir nehmen das, dann kriegen wir nämlich wieder mal ein bisschen Geld. Auch wenn wir es nicht schaffen, ist nicht so schlimm. Wir haben ein weiteres Angebot. 2. oder besser. Das nehmen wir noch nicht an. Und hier haben wir auch noch eine 5. oder besser. Vertrag geht über 10 Rennen. Also wenn wir 5. oder besser sind, kriegen wir hier einen Bonus. Das nehmen wir an. Der andere hier noch nicht. So, dann sieht man eben auch diese hier aufgegliedert auf unserem Wagen. Dann haben wir noch hier Möglichkeiten. Die Vertragsdauer geht, 21 Rennen. Und jedes Mal kriegen wir feste Zahlung 250.000. Das geht 10 Rennen. Gut, dann kriegen wir vielleicht wieder ein neues Angebot. Das ist noch schwierig. Komm, wir nehmen doch den. Haben wir sicherlich mal 250 immer auf fix danach. Und hier haben wir ebenfalls unter 9 Rennen kriegen wir eine feste Zahl. Das ist dann wirklich das Sponsoring ohne irgendwelchen Anforderungen. So, und hier haben wir eben Anforderungen. Da kriegen wir zusätzlich Geld. Gut, ich würde sagen, für das erste machen wir hier mal ein Päuschen und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter in Motorsport Manager. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, bleibt doch dran. Es wird sicherlich weiterhin hier spannend. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye, bye.